Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen zum Telestammtisch. Zu besprechen von Back to Black, dem Amy Winehouse Biopic, das am 11. April in den deutschen Kinos startet. Ich bin Estu und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo Lida. Hallo. Lida, bevor wir uns um den Film kümmern, müssen wir eine Frage klären, wie so oft immer im Vorfeld eine Frage zu klären ist, nämlich wie stehst du zu Amy Winehouse? Warst du Fan? Bist du noch Fan? Hat dich die Musik mitgerissen? Hat sie dich kalt gelassen? Erzähl mir das. Fan wäre übertrieben, aber sie ist ohne Zweifel auch für mich eine großartige Sängerin ihrer Zeit, vielleicht mit die ikonische Sängerin der Zeros, wie man diese Epoche so etwas krampfig nannte, und eine fantastische Stimme, die auch tolle Texte geschrieben hat, viel zu jung verstorben, Club 27. Also sie in jeder Hinsicht eine bewundernswerte Künstlerin und sehr spannende Figur. Geht mir ähnlich. Ich würde mich auch nicht als Fan bezeichnen, aber sie hatte einfach eine unglaublich prägnante und auch tolle Stimme und ein paar Songs, die ich von ihr kenne, höre ich auch wirklich sehr gerne. Ich finde es auch sehr tragisch. Also über ihre letzten Jahre, glaube ich, wissen haben wir alle genug erfahren, weil die Boulevardpresse es ja ausgeschlachtet hat. Und jetzt ist sie halt endlich, oder es ist endlich, jetzt hat sie endlich ihren ersten oder einzigen Biopic-Film, also Spielfilm bekommen. Es gab ja schon mal diese Dokumentation Amy vor ein paar Jahren, die auch relativ gute Kritiken bekommen hat. Und jetzt halt eben, ja, ein Spielfilm gedreht von Regisseurin Sam Taylor Johnson, die nicht nur den ersten 50 Shades of Grey gedreht hat, sondern auch den Film Nowhere Boy, der sich um die Jugendjahre von John Lennon gedreht hat. Und der Autor, der Drehbuchautor von diesem Film, hat jetzt auch bei Back to Black mit ihr zusammengearbeitet. Das hat nicht so ein bisschen hoffen lassen. Und ich glaube, wenn es für dich okay ist, können wir die Synopsis eigentlich auch außen vor lassen, denn es ist halt ein Amy Winehouse Biopic, das heißt, es geht um ihr Leben. Ich sag's gleich vorweg, Biopics sind ja irgendwie nicht ja seit gestern sehr beliebt und auch sehr erfolgreich. Zuletzt der Bob Marley-Film hat ordentlich Kasse gemacht. Oppenheimer war ja eh ein großer Erfolg an der Kasse, so wie jetzt auch bei den Oscars. Ich wünsche mir nicht, dass Back to Black so erfolgreich wird, denn Back to Black ist für mich, wie soll ich sagen, wenn du im Duden nach Stangenware blätterst, wirst du ein Poster von Back to Black finden, vom Film, nicht vom Album. Wie siehst du das? Sehr ähnlich. Man merkt hier wirklich die Schematik, das geradezu Schablonenhafte des Drehbuchautors, der neben dem von dir erwähnten Nowhere Boy ja auch Control geschrieben hat. Da ging es ja ebenfalls um den Sänger von Joy Division, oder er hatte zwar nicht das, also das Drehbuch, aber große Anteile am Drehbuch von The Look of Love. Das war jetzt kein Künstler-Biopic, aber das eines sehr bekannten britischen Entrepreneurs und Clubbetreibers. Und dann hatte er noch Filmstars Don't Die in Liverpool, wo es bereits um eine Künstlerin ging und deren letzte Liebesaffäre, nämlich Gloria Graham. Und ähnlich wie in diesem Film ist es hier sehr auffällig, dass ganz nach dem altbackenen Schema auch Amy Winehouse praktisch nur über ihre Liebesbeziehungen, um genauer zu sein, einer bestimmten definiert wird und man sehr wenig von ihrem künstlerischen Schaffen mitbekommt. Natürlich singt sie dann immer und man hört doch ab und zu die Songs, aber jeder Song steht dann scheinbar nur im Kontext von dieser Liebesaffäre und wird darauf bezogen oder von der hergeleitet. Das wirkt mehr als reduktiv. Ja, also gutes Stichwort mit den Songs. Ich war wirklich ein bisschen fassungslos, wie wenig der Film sich überhaupt für ihre Musik interessiert. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, die Amy, die mag Blues, die mag Jazz, die ist eine großartige Sängerin und Musikerin. Aber dass du mal wirklich siehst, wie sie an Songs arbeitet, wie sie sie entwickelt, das siehst du wirklich zu keiner Sekunde. Es gibt sogar auch keinen Auftritt. Da muss ich ganz kurz unterbrechen. Es gibt tatsächlich eine frühe Szene, in der sie noch Teenager ist und zu Hause bei Mama lebt, in der man sieht, wie
sie an einem Song schreibt und den auf der Gitarre komponiert und begleitet. Das stimmt. Taucht einmal das, tatsächlich auf. Ja, aber auf. Du siehst halt nichts wirklich von diesem großen Album Back to Black, wie der Film ja auch betitelt wird, siehst du ja quasi wirklich gar nichts. Du siehst, wie sie halt mit ihren Produzenten mal ein bisschen im Clinch liegt, aber du siehst Mark Ronson, der ja auch wirklich wichtiger Teil ihrer musikalischen Karriere war, kommt im Film auch gar nicht erst vor. Ich meine auch, dass der namentlich, glaube ich, auch nicht erwähnt wird. Das zeigt schon sehr deutlich, wie egal dem Film letztlich die Musik ist. Es geht, wie du schon sagst, es geht vor allem um ihre Beziehung mit diesem Blake Civil oder wie der heißt. Ja, das Civil. Und das Civil, genau. Und da ist mir auch wieder eingefallen, das war ja wirklich immer so ein Thema. Das ging ja wirklich durch die Boulevardpresse. Selbst wenn du wie ich, und ich glaube, du gehörst auch zu die Boulevardpresse hinten links liegen lässt, hat man trotzdem noch so im Augenwinkel noch mitbekommen. Das war ja wirklich immer wieder Amy und dieser Blake. Aber was der Film daraus letztlich macht, das ist so ein mutloses und ja, konformer Einheitsbrei. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war echt ein bisschen stinkig auf den Film, als er zu Ende war. Absolut. Und gerade deswegen, auch weil der Film sie auf eine Weise paternalistisch und teilweise auch infantilisierend behandelt, aber diese Infantilisierung dann auch mit einer Sexualisierung einhergeht und dieses ihr aufgedrückte Image einer Art Kindfrau, finde ich nicht nur komplett unpassend für jemand, für eine Persönlichkeit wie Winehouse, sondern auch generell eine ja sehr fragwürdige Darstellung von Frauen, die aber leider hier, wenn man sich das Werk der beiden zentralen Filmschaffenden, der Regisseurin und des Drehbuchautors anschaut, leider passend oder symptomatisch ist für das, was sie bisher gemacht haben. Also die Regisseurin hatte ja zum Beispiel diesen 50 Shades of Grey und sich da nun wirklich keineswegs mit Ruhm bekleckert. Und schon allein, wenn man sich so ein Werk zur Inszenierung aussucht, sagt das ja etwas aus. Und auch die eklatanten Unterschiede in der Art, wie der Drehbuchautor männliche Kunstschaffende darstellt und weibliche. Also das bei den Männern, wenn man Control oder Nowhere Boy sieht, wirklich um deren ganzes Werk, deren Oeuvre, deren Genie geht. Und wenn es da mal Beziehungen gibt, sind die eher störend. Bei den Frauen ist es umgekehrt. Die sind völlig abhängig in ihren Beziehungen, ständig total needy und hängen an ihren Männern, die für sie essentiell sind, um überhaupt irgendwas machen zu können. Also auch diese Suggestion, dass Inspiration oder Kreativität bei Frauen nur durch den Mann quasi käme und die sonst irgendwie da sitzen würden, ja, worüber schreibe ich denn jetzt oder wie stelle ich denn jetzt irgendwas hier dar? Da haben wir sogar eine Szene, die ich ganz schlimm fand, wo Blake Amy Winehouse zeigt, wer denn angeblich die Shangri-Las sind und sie noch nie, obwohl sie sich extrem für diese bestimmte Musikepoche und einen diesen bestimmten Musikstil unter anderem interessiert, von den Shangri-Las gehört hat. Und das ist so eine bekannte Girl Group dieser 60er-Jahre-Ära, dass es quasi unvorstellbar ist, dass eine Musikerin, die sich intensiv mit dieser Ära beschäftigt und davon auch musikalisch stark geprägt ist, die noch nie gehört hat. Und dann muss ich erstmal der Mann zeigen, so nach dem Motto, was denn richtige Musik ist. Wobei ich sagen muss, ich habe von denen vorher auch noch nie was gehört. Ja, aber du bist ja auch kein Musiker, der sich intensiv mit den 60ern... Vielleicht bin ich ein verkanntes Genie und mache demnächst mein Debütalbum, wer weiß. Meine Lieder, meine Träume. Out now, auf MC und LP. Nee, Quatsch. Es gibt so ein paar Punkte bei dem Film, die mich wirklich... also wo ich so schwanke zwischen, es macht mich sauer und es ist so ein, ja, was habe ich denn auch erwartet? Und dazu zählt halt eben auch, wie der Film halt ihre Suchterkrankung inszeniert. Wir wissen halt alle, wie die arme Frau wirklich zugrunde gegangen ist und die hatte bestimmt auch keinen schönen Tod. Und das Gute bei dieser Art von Film ist, wir können im Prinzip alles spoilern, weil wir wissen, wie es ausgeht. Aber wie der Film halt wirklich ihre Drogenerkrankung inszeniert, das wirkt halt nicht wie eine Erkrankung, das wirkt halt einfach durchgängig wie eine Frau, die einfach ein paar Mal zu viel Party gemacht hat. Da fehlt mir aber komplett das Widerliche, das Ekelhafte, das Zersetzende, dass du wirklich siehst, es ist eine Krankheit, dass sie nicht davon loskommt. Aber dieser Film traut sich einfach nicht. Es wirkt immer so, ja gut, die Amy hat ein bisschen was getrunken, lass sie mal ausschlafen, morgen geht's dann weiter. Und das finde ich echt nicht so geil. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man da
um auf gut Deutsch zu sagen, ein bisschen auf die Kacke haut, damit es auch wirklich unangenehm ist. Aber dieser Film ist nie unangenehm. Also er ist schon unangenehm, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich es gerne hätte. Wie siehst du das? Ganz genauso, dass wir hier niemals Entzugserscheinungen haben, obwohl es mehrfach biografisch dokumentiert ist, wie sehr sie darunter litt. Und das ist natürlich ein großer Punkt, ist, warum sie nicht von der Sucht losgekommen ist, dass man massive Entzugserscheinungen hat, dass es ihr auch oft anzusehen war, zum Beispiel auch sichtbar in ihrem teilweise massiven Gewichtsverlust, der auch zu tun hatte mit ja psychologischen Problemen und Probleme mit reguliertem Essen und so weiter. Das ist eben auch so ein Punkt, dass da zwar mitunter die Anspielungen darauf hinweisen, dass sie wohl bulimisches Verhalten hatte, dass wir das aber auch nie richtig sehen und dann gar nicht wissen, ist ihr jetzt irgendwie schlecht, weil sie zu viel getrunken hat oder hat sie hier wirklich ein suchtartiges Zwangsverhalten? Und dann gibt es so Kommentare wie, dass ihre Figur sich verändern würde, sowas wie, oh, du hast zu sehr abgenommen oder so, aber wir wissen nicht, hat das jetzt was mit gestörtem Essverhalten zu tun? Hat das was mit Drogen zu tun oder ist das, soll das ein Symptom dafür sein, dass es ihr gerade psychisch sehr schlecht geht und insbesondere dann auch etwas, was mich sehr stört, wenn man eine Schauspielerin hat, die durchgehend offenbar die gleiche Figur hat und jetzt auch nicht unbedingt dünn ist und dann Leute so tun, als ob sie mega abgemagert wäre oder gigantische Fluktuationen, da hätte ich auf einmal sagen, oh, du hast ja so viel abgenommen, aber die sieht noch genauso aus wie in der ersten Szene, wo angeblich alles in Ordnung war. Also das funktioniert einfach nicht. Da muss man dann eben, wie du sagst, auch wirklich etwas darstellen, damit das Publikum sieht, aha, da ist es. Und nicht alles nur dahergeredet wird, denn so ist es buchstäblich einfach nur eine Dialogbehauptung. Ja, also der Film endet auch wirklich, wenn nicht diese obligatorischen Texttafeln wäre, hätte es das Gefühl gehabt, gut, sie hat jetzt endlich mal sich ausgekatert und jetzt ist alles gut. Ne? Also das, dieses Ende war, ich war fast ein bisschen fassungslos. Und was ich auch schade finde an dem Film, wir haben ja alle mit angesehen müssen, wie diese arme Frau halt sich zugrunde gerichtet hat, wegen der Klatschpresse. Und diese Klatschpresse kommt auch jetzt in Back to Black mal immer wieder vor. Aber nicht in der Art, dass es wirklich wichtig ist, sondern immer, dass du mal siehst, da stehen halt Reporter vom Haus oder sie redet mit ihrem Vater in irgendeinem Restaurant und im Hintergrund siehst du halt die ganzen Kameras da, die Leute da stehen. Und ich dachte mir immer, es ist doch eigentlich spannend, weil wir haben sie, ob wir wollten oder nicht, gesehen, wie die echte Amy Winehouse zugrunde gegangen ist. Und jetzt sehen wir uns einen Biopic an. Und das kommt gar nicht so richtig zur Sprache, außer die obligatorischen, ach Menno, die doofen Paparazzis. Ich glaube, ich hätte es so viel spannender und ehrlicher gefunden, wenn man wirklich auch mal thematisiert hätte, wie auch dieses, ja, ich nenne mal Lampen- oder Rampenlicht diese Frau zugrunde gerichtet haben. Und das wird ja wirklich kaum thematisiert. Und wenn es thematisiert wird, in so homöopathischen Dosen, dass es eben auch wieder nicht wehtut. Und das ist halt wieder auch ein Versäumnis, meiner Meinung nach. Ein Versäumnis, das mich noch mehr gestört hat, war das zu zeigen, wie toxisch diese Beziehung zu Blake Fielder Civil eigentlich war. Wir haben hier in dem Film sogar diese paradoxe, für mich wirklich unhaltbare Verkehrung, dass sie wie der toxische Teil der Beziehung wirkt, als ob sie schlecht für ihn wäre und er sich dann endlich fängt, nachdem er diese ja völlig neurotische Frau los ist. Im Gegenteil war es ja so, und er war ja auch der wesentlich Ältere in der Beziehung, sie war ja unglaublich jung damals und da muss man dann auch wirklich sagen, dass man von einem älteren Menschen, der schon wesentlich gesetzter am Leben ist, auch mehr Stabilität erwarten darf als von einer 20-Jährigen, dass er derjenige war, der sie zum Beispiel an harte Drogen rangeführt hat. Das wird im Film nur ganz vage bestenfalls angedeutet, dadurch, dass er harte Drogen nimmt, während sie nur Marihuana raucht. Aber dann wirkt es mehr so, dass sie aus eigener Intention zu den Drogen, die er bereits hat, greift. Während es in der Realität eben eindeutig so war, dass er da einen Einfluss auf sie genommen hat und sie dann angefangen hat, zu den harten Drogen überzugehen. Oder auch ein anderer Aspekt eben, dass er ihre autoaggressiven Züge massiv verstärkt hat, auch dass in den gewalttätigen Auseinandersetzungen, die beide hatten, auch er gewalttätig war. Im Film wirkt es nur so, als ob sie ihm gegenüber gewalttätig sei. Das war sie wohl in der Realität auch. Aber dass er wiederum auch ihr gegenüber gewalttätig war und das nicht einseitig war, dass der arme Mann verkloppt wird, sondern dass die sich beide geschlagen haben. Oder auch der Aspekt, ja, der noch mit ihrem Tod zusammenhängt. Und das ist
ja, sag ich mal, eine Problematik, die gerne in Biografien verschwiegen wird, dass ein entscheidender Faktor bei Amy Winehouse Tod nicht nur die Drogen waren, sondern der Entzug. Sie ist nämlich an einer Alkoholvergiftung gestorben, die eingetreten ist nach einer längeren Phase der Nüchternheit. Und das ist sehr häufig so bei Leuten, die Drogen nehmen, dass dann Entzug manchmal einen Kontraeffekt haben kann, da die Leute dann Drogendosen, die sie sonst gewohnt gewesen wären, nicht mehr vertragen oder umgekehrt sogar dass Leute im Entzug am Drogenentzug sterben und nicht de facto an den Drogen, sondern am Drogenentzug. Und diese Differenzierung wird in vielen Fällen nicht gemacht. Und hier ist es eben auch so, dass man traurigerweise sagen muss, hätte Amy Winehouse nicht den Drogenentzug gemacht, zu dem sie mehrfach gedrängt wurde, hätte das sie vielleicht nicht getötet. Und es gibt eine ganze Reihe von Kunstschaffenden, die ihr Leben lang Drogen nehmen, Beispiel Iggy Pop oder William Burroughs oder Lou Reed, die dennoch sehr, sehr alt geworden sind. Ist Lou Reed nicht irgendwie beim Training einfach mit Herzinfarkt umgefallen mit Mitte 60 oder so? War da nicht irgendwas? Ist ja egal. Lass uns mal kurz über die Darstellerinnen reden. Wir haben hier Marisa Baylor oder Abela als Amy Winehouse, die, wie ich finde, die macht einen guten Job. Die singt ja auch, glaube ich, anscheinend selbst. Das macht sie auch wirklich gut. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, es ist so eine Art von Mimikry-Darstellung irgendwie. Sie sieht halt aus wie Amy Winehouse, sie bewegt sich wie Amy Winehouse. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das wirklich irgendwie beschäftigt hätte oder dass ihre Darstellung irgendeine Form der Tiefe gehabt hätte, die mich halt wirklich, ja, emotional bekommen hätte. Es war immer mehr so ein, ach, das sieht aber genauso aus wie Amy Winehouse, aber nicht, dass ich sage, wow, das hat mich umgehauen. Wie war es bei dir? Auch ich fand die Darstellung schwach, blass, wie du sagst, sie wird auf Amy Winehouse gestylt mit den typischen Accessoires. Wir haben diesen Beehive, den Winehouse als Hommage an die 60s, die sie so beeinflusst haben, trug. Auch das Make-up, das sie als Inspiration von ihrer Großmutter, die für sie eine sehr wichtige emotionale Bezugsperson war und ein sehr wichtiger Stabilisator in ihrem Familienleben, das übrigens weit besser im Film dargestellt wird, als in der Realität war. Sie kam aus einer sehr instabilen, schwierigen, von Konflikten geprägten Familie, die trotz der relativen finanziellen Sicherheit, die da in der Mittelschicht gegeben war, ihr viel emotionalen Ballast mitgegeben hat. Und davon sehen wir auch nie was. Es wirkt immer nur so, als ob Amy Winehouse irgendwie exzentrisch oder psychisch labil wäre, ohne irgendeinen Grund. Einfach nur mal so. Und diese Darstellung, die gibt dem Ganzen auch keine Tiefe. Das ist halt sehr maskenhaft und generell eine emotionale Glaubwürdigkeit wird da nicht vermittelt. Geh ich voll mit. Ansonsten, vielleicht weißt du da mehr, es ist ja so, dass der Vater, der hier gespielt wird von Eddie Marson, auch in ihrem, also in der Öffentlichkeit auch sehr großen Erscheinung getreten ist. Ich weiß noch, es gab immer so Bilder, wo man ihn wirklich an ihrer Seite gesehen hat und er schien auch wirklich wichtig zu sein. Wie hast du die Darstellung von ihm wahrgenommen und vor allem seine Positionierung in der Handlung? Weil ich war mir nie so sicher, der wirkte auf mich immer so, wie soll ich sagen, als ob er so ein bisschen zu sympathisch dargestellt wird, so ein bisschen zu lieb und zu nett, so ein bisschen, als ob da jemand im Hintergrund versucht, irgendwas zu kaschieren. Ja, auf bedenkliche, wenn nicht problematische Weise euphemistisch. Amy Winehouse Vater, der zugleich auch ihr Manager für die längere Zeit ihrer Karriere war, hatte auch ihr Vermögen verwaltet, hatte auch großzügig für sich selber, wie so viele Väter von künstlerisch begabten Nachwuchs das Tun für sich abgeschnitten und hat auch mehrfach ihre Karriere vor ihre gesundheitlichen oder psychologischen Interessen gestellt durch leicht ich kann es ja nicht einschätzen, ich bin ja in dieser Beziehung nie drin gewesen natürlich, aber manipulatives Verhalten, weil er selber eben natürlich dieses finanzielle Interesse spürbar hatte, dass die Tochter weiter Musik produziert,
Zudem hat er auch mehrfach versucht, also zumindest zweimal, sie zu entmündigen, um sich ihr gesamtes Vermögen anzueignen. Und das muss man auch mal sehen. Das wird im Film kein einziges Mal erwähnt. Aber das hat man ja zum Beispiel bei Britney Spears Vater gesehen, woran diese Konstellation denn sehr stark erinnert, was da passiert, dass dann auf einmal der Vater alles kontrolliert und die Tochter ihr Leben lang Millionen und Milliarden verdient hat mit knallharter Arbeit auch und Touren und Auftritten einen nach dem anderen und das Ganze wandert dann in die Tasche vom Papa. Und so eine Konstellation hätte sich hier bei Winehouse um ein Haar auch wiederholen können. Zum Teil ist es nicht geschehen, weil sie natürlich sehr jung verstorben ist und weil in dem Fall der Gerichtsprozess dann noch nicht so weit fortgeschritten ist. Aber der Versuch vom Vater war da und das wird nie thematisiert. Also es wirkt einfach nur wie der wohlmeinende, ja, so kumpelhafte Beschützerpapa, der sie dann noch musikalisch geprägt hat, weil er selber mal so ein bisschen einen auf Frank Sinatra macht, obwohl er im echten Leben ja nur Taxifahrer war. Hm. Ja. Was auch ein ehrenwerter Job ist. Ja, sicher. Bestimmt ehrenwerter als Manager. Das stimmt, okay. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu Back to Black? Ansonsten könnten wir jetzt zu unseren Fazits kommen. Wir können zum Fazit kommen. Doch, nein, eine Sache möchte ich noch anmerken, bevor ich sie fast vergessen. Amy Winehouse-Style, der gehört natürlich zu ihr und der ist doch einer, mit dem sie komplett herausgestochen ist aus der Musikszene der damaligen Zeit. Ein Stil, der nicht nur von den 60er Jahren inspiriert ist, sondern ein Stil, der ganz deutlich sich an die Unterschicht anlehnt. Sie hatte eine Ästhetik, die typisch, besonders in der Zeit, für die Unterschicht war. Das grelle Make-up, die Fingernägel, auch diese leicht offenen Jeans, die sie oft trägt. Ein bewusst nicht zurechtgeputzter Style, auch wenn sie sehr viel aus sich rausgeholt hat mit diesem Stil, war es kein klassisch hübscher Stil und einer, für den sie von der Presse regelrecht runtergemacht wurde. Nicht zuletzt natürlich, weil die Presse da selbst klassistische Ressentiments hat, die da durchgebrochen sind, obwohl Amy ja aus der Mittelschicht kommt, aber sich so zu kleiden und so eine Hommage an die Unterschicht zu senden, schon das war zu viel und das wird niemals thematisiert im Film und wir sehen auch niemals, woher diese Inspiration kommt. Das wirkt so, als ob das ihr authentischer eigener Stil wäre, als ob sie das sich einfach so ausgedacht hat, aber das hat sie eben nicht. Sie hat sich dann bewusst auf etwas bezogen und dass das nicht in irgendeiner Form gezeigt wird, auch dieses politische und sozialpolitische Bewusstsein, was dahinter steckt. Das finde ich wieder eine eklatante Auslassung. Ja, der Film ist voller Auslassung. Es wirkt wirklich wie so eine Schönfärberei auf 2 Stunden gedehnt. Und das ist jetzt schon mal der Anfang meines Fazits und ich schließe mein Fazit ab mit dem Satz, das ist ein vergessenswertes Biopic zu einer unvergessenen Person und hat leider überhaupt nichts, was mich begeistern konnte. Und ich finde es schade, weil ist es nicht so, dass Amy Winehouse Leben so unspektakulär und langweilig gewesen wäre. Da hätte man schon was daraus machen können, aber das ist, für mich ist das dieser Film die pure Mutlosigkeit. Und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht auch Amy Winehouse damit nicht so einverstanden gewesen wäre, denn wenn man es musikalisch vergleicht, das hier ist halt Flippers und ganz weit weg von dem, was Amy Winehouse musikalisch gemacht hat. Wie sieht's bei dir aus? Wie ist dein Fazit? Ja, Augen zu und durch. Man kann hier sicherlich mehr was für die Ohren finden als zum Ansehen. Ansonsten steckt in einem einzigen Song von Amy Winehouse mehr biografisches Gehalt als in den fast 2 Stunden, die wir hier vorgespielt bekommen. Ist es gefällig? Ist es glatt gebügelt? Ist es nett und lieb und angepasst und all das, was Winehouse eben nicht war? Und abgesehen davon ist es völlig unabhängig von der Figur Winehouse selbst ein sehr konservativer, sehr konventioneller Film in jeder Hinsicht. Er hat eine unangenehme klassistische und ja, chauvinistische Untertöne und er zeigt die Leute am positivsten, die womöglich am problematischsten in ihrem Leben waren. Von mir definitiv ein Don't Go There. Wunderbar, dann sind wir uns hier einig.
Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Denkt dran, Teleshampfisch gibt es überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage adieu und Dieter, dir gebührt das letzte Wort. Ja, damit back to black. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.